Hallöchen, ihr Banausen da draußen, damit ein herzliches Willkommen zu einer Runde Railway Empire. Und wir spielen natürlich Kapitel 3 über den Mississippi. Neues Kapitel, Kapitel 2 ist letzte Folge abgeschlossen und wir spielen jetzt Kapitel 3. Und wir müssen die erste Eisenbahnbrücke über den Mississippi, also den Bau unterstützen. Konkurrenzdruck, bla bla, also das Übliche. So, natürlich dasselbe. Na los, Zeit ist Geld. Wir haben den Fabrikanten, okay. Ja, wir können ja sowieso nichts ändern, außer mein Name. Also, bleibt so, wie es ist. Der wirtschaftliche Aufschwung ließ die Eisenbahnnetze beständig wachsen. Und auf den Fahrplänen tauchten plötzlich Siedlungen auf, die gerade noch im Nirgendwo gelegen hatten. Das Land war enger zusammengewachsen. Bald befeuerten unternehmerische Eitelkeiten und Gier der Eisenbahntycoons die ersten Konkurrenzkämpfe um lukrative Strecken und Verbindungen. Derweil lag der mächtige Mississippi als Grenze zwischen den pulsierenden Zentren des Ostens auf der einen und den unerschlossenen Siedlungsgebieten und neuen Märkten des Westens auf der anderen Seite. Doch technische Innovation, ungebrochener Pioniergeist und die richtige Nase für das Geschäft sollten auch diese Barriere bald zu Fall bringen und den Siegeszug der Eisenbahn unvermindert vorantreiben. Du bist also der Verrückte, der eine transkontinentale Strecke bauen möchte. Dir ist aber bewusst, dass es schon viele Träumer gab und sie alle grandios gescheitert sind? Und du glaubst, bei dir wäre das nicht der Fall? Oh, ich will dir natürlich keine Illusionen nehmen. Versuch es ruhig. So. Wir haben Aufgaben. Mein Name ist Cornelius Vanderbilt. Der Cornelius Vanderbilt. Du hast sicher von mir gehört. Ich sehe die Zukunft für Eisenbahnen nicht so rosig und investiere lieber in die Wasserwege. Aber man weiß ja nie. Daher interessiert es mich, welche Ziele du verfolgst. Darf ich jetzt, Junge? Danke. So, wir müssen 10 Land bitte. Ach, mein Lieber. Konkurrieren wir etwa wieder miteinander? Ha! Das ist ja eine schöne Überraschung. Es mag letztes Mal für mich nicht so gut ausgegangen sein, aber inzwischen habe ich etwas mehr in der Hinterhand. Manche Leute mit Geld widerstehen mir weniger gut, wenn du verstehst. Also, viel Erfolg, auch wenn du ihn kaum haben wirst. Ja, danke, Olga. So, das erste, was wir machen, ist hier die Ranch erstmal verbinden. So. Wir haben ein paar Aufgaben. Wir müssen Frack und Zylinder stehen dir gut. Aber ich bin froh, so etwas nicht tragen zu müssen. Ich bin sicher, wir werden viel Spaß haben. Vor der netten Dame musst du dich aber in Acht nehmen, denn sonst überrollt sie dich einfach. Doch wenn wir beide zusammenarbeiten, ist das Glück auf unserer Seite. Dankeschön. Bin dir sehr verbunden. So. Wir werden jetzt erstmal was tun hier. Nämlich, wenn wir hier erstmal den hier anschließen. Dann den hier runter. Hey, bitte so rum. Dann hier drauf. Ach. Ja. Und dann Signal. So. Denn ich würde das gerne so machen, dass ich 2 Linien auf einer habe. Einmal Korn.
Weizen, besser gesagt. So. So, also ein bisschen Geld auf jeden Fall reinkommt. So. Was haben wir noch? Wir haben auf jeden Fall das 100.000, dann haben wir... Ich hörte, dein Ziel sei Omaha. Schlag es dir aus dem Kopf. Oder soll dein Zug über den Mississippi fliegen? Aber dann machen Verhandlungen später. Über eine Brücke laufen, aber das ist eine langwierige Geschichte. Chicago. St. Louis. Sicher, im Osten ist das Netz etwas löchrig und du könntest dich ja erstmal um Toledo und andere Städte kümmern. Aber ob es sich wirklich lohnt, dort ein Netz aufzubauen? Du bist gerade am Fahren. Aber den möchte ich gerne hier unten dran machen. Ich könnte die anders machen. So. So. Und dann möchte ich gerne einen da raus haben. Der soll bitte in Indianapolis. Da reicht doch erstmal ein kleiner, den kann ich immer noch aufwehren. Hier ein Bahnhof. Oh, hast du dir das auch gut überlegt? Maul. So. Ganz wichtig, natürlich Versorgungsdepots. Nicht da. Ja. So. Neuer Zug. Linie von Toledo nach Indianapolis. So. Grand Rapids haben wir da oben auch noch. Warte, ich hab falsch gebaut. Hätte ihr denn anders bauen sollen, nicht Ochse? Mach ich gleich. Weil ich würde gerne hier Grand Rapids auch noch dran machen. Da könnte ich den unteren nehmen. Der passt ja. Da wird's aber gehen. So. Ja, ich hab Blödsinn gemacht, ja. Warte mal. So muss ich das machen. Denn sonst komme ich hier nicht raus, glaube ich, oder? Ich komme immer noch nicht raus. Verdammt. Bin ich jetzt da raus? Was ist denn da mein Problem, Junge? Komisch, das kannst du, ne? Alter Eugen. Ich frage mich gerade, warum das nicht geht. Gleich mal in Ruhe gucken, wenn der Zug weg ist. Ich kann die Strecke natürlich nicht abreißen. Gerade.
wohl, oder? Hier hin wir. Ich sage, du sollst hier. So machen. Muss ich da nicht abreißen? Schon mal ein Stück bauen. Warum geht das jetzt nicht mehr? Der untere ist das. Oh je. Aha, aha. Dankeschön. Mein Gott. So. Dann können wir den schon mal so abreißen. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. So, hat ja lange genug gedauert jetzt. So, ich hätte da oben gerne auch noch einen Bahnhof. So. Versorgungsturm dran. Genau wie an dem hier. Ein neuer Zug. Natürlich auch Toledo. Ab geht's. So. Haben wir schon mal vier Dinger. Holz bräuchten wir hier. Baumholz? Nee, das ist Lehm. Haben wir überhaupt Holz? Da. Okay. Das kriegen wir aber auch hin. Dann machen wir mal. Das wird nur scheiße teuer wahrscheinlich. Irgendwann unten, obwohl wir liegen oben dran. So, okay, Signale. Und der obere ist das hier. Achso, das geht ja wärmer da oben. Signale. Auch ein Türmchen dran. Dann geht's wieder rund. Dankeschön. So, Toledo. Toledo zum Wachsen bringen. Das können wir später noch machen. Toledo nach Omaha. Ja gut, das kriegen wir auch hin. Das kommt aber später alles. Kaufe das Unternehmen auf von einem Konkurrenten, okay. Das ist schon hart. Weil die schon 1,9 Millionen wert ist, die eine. Ich würde was sagen, wir kaufen erst die auf, wenn. Da kaufen wir schon mal 30%. Nur zu! Es könnte lohnend sein, in dieses Geschäft einzusteigen. Schließlich profitiere ich auch davon, wenn diese Aktien steigen. Dann haben wir das nämlich schon mal.
Weil wir kriegen ja Kohle. Ich kann dir versichern, dass dein Geld in meinem Unternehmen bestens angelegt ist. Aber wir könnten theoretisch das hier noch erweitern. Dann könnte der durchfahren. Nach Indien, Louisville. So. Gucken wir mal kurz. Nein, ich möchte gerne die Züge. Das müsste der. Ne, warte mal. Doch, der war das. Ich würde die gerne. Ach, das ist sie. Genau, und der soll noch nach Louisville. Oh nein! Da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Oh, tut mir aber leid, du. Wo ist denn Omar hier überhaupt? Kansas? 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 Dankeschön. Pass auf, ich habe noch das ein oder andere Ass im Ärmel. Da ist Oma, ach du grüne Neune, hör mal komplett durch, ey. Alter. Alles hart. Aber gut. Dann ist das so. Der bräuchte Weizen für Bier. Das ist natürlich doof. Hier ist zwar Weizen, aber. So fehlen da Betriebsmittel. Ist so hier. Achso. Er ist gerade angekommen. Wir können was forschen. Wir könnten theoretisch die Dragon forschen. Die ist aber halt nur für Fracht. Wir könnten aber auch die. Ach ne. Ich würde sagen, wir holen sogar die Dragon, oder? Für Fracht halt. Ich hätte ja etwas wesentlich Exquisiteres ausgewählt. Aber. Können die natürlich für Fracht einsetzen. 141.000. Machen wir auf. Dann machen wir bis auf die Passagierlinie, hier Indianapolis, Louisville und Toledo, haben wir alle ausgewechselt. Chicago würde ich am liebsten auch verbinden mit Toledo. Warum soll das können? Eigentlich. Ich würde eigentlich gerne das auch noch verbinden. Das könnte ich theoretisch, na wohl, das ist auch blöd, wenn ich das da dran mache. Müsste wenn da unten runter. Du baust dein Geschäft beständig weiter aus, wie? Sicher, von nichts kommt nichts, würde ich sagen. Ein neuer Zug und zwar Fracht, der mir gerade zu teuer ist. Müssen wir ein bisschen warten. Was ist das überhaupt? Eisen. Ah, okay. Ich dachte, da war da vorhin Kohle in der Lore da. Denke ich. Was für Deckung 51%. Okay. Was brauchen wir denn noch? Korn haben wir, das haben wir.
getan. Obst, also Gemüse kommt jetzt. Bedarf pro Woche Zucker hätten wir noch. Stoff. Obst und Bekleidung. Oh Gott. Alles Mögliche. Eieieiei. Oh je. Da scheint es ein kleines Problemchen mit deiner Lokomotive zu geben. Zucker haben wir hier auch noch. Das können wir auch noch machen. Zucker. Zucker. Könnten was forschen, und zwar das hier. Das machen wir auch. Mehr Passagiere. Und ich würde sagen, die Folge ist schon vorbei. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal. Zu einer Runde Railway Empire. Tschüssingen.